Heute habe ich die liebe Sabine Rosenberg zu Gast, eine Kundin von mir, und wir fangen heute wieder eine Kundenstimme ein. Liebe Sabine, sei doch mal so lieb und stell dich vor. Wo lebst du, was machst du, wie lebst du deine Berufung? Ja, danke, ne, dass ich, Andrea, dass ich dieses Interview mit dir führen darf. Ne, ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Ich bin Sabine Rosenberg und ich bin Lyrikerin, also Schriftstellerin, und ich dichte vor allen Dingen, schreibe Gedichte, und ich lebe im Chiemgau, ne, in Prien am Chiemsee, also auch in einer sehr schönen Gegend. Meine Gedichte sind Naturgedichte und aber auch Gedichte, ja, die sich irgendwo mit dem Leben, mit der Heilung, mit der Weiterentwicklung befassen. Sehr, sehr schön. Wer ist denn deine bevorzugte Zielgruppe, Sabine? Für wen schreibst du die Gedichte und was möchtest du mit deinen Gedichten erreichen? Welche Botschaft gibst du nach draußen? Ja, also eine gute Frage. Ja, das ist eine zentrale Frage. Also ich glaube, meine Gedichte ist etwas für Menschen, die auf dem Weg sind. Also die also sich nicht mit diesen gesellschaftlichen Gegebenheiten zufrieden geben. Sie sind jetzt nicht so vordergründig politisch, sondern vielleicht auf so einer tieferen Ebene politisch. Und so in dem Sinne, dass zu einer Veränderung auch eine Selbstveränderung führt und dass letztendlich alles aus der eigenen Energie kommt. Und meine Gedichte klammern jetzt den Schatten nicht aus. Das finde ich jetzt ganz wichtig, weil also viele Leute setzen sie in die Kategorie Esoterik. Also dieses Label habe ich schon irgendwie bekommen. Aber so, also für mich ist ganz wichtig, also dass erstens mal der Schatten immer benannt ist, aber in einer lyrischen Sprache, und dass es aber darum geht, eine konstruktive Lösung zu finden. Also die Gedichte, das hat mal eine Zuschauerin gesagt, das fand ich ganz, ganz toll, dass meine Gedichte erbaulich sind. Also sie bauen auf, und das ist mein Ziel. Also mir geht es auch immer wieder so, wenn ich von dir etwas lese, es berührt im Herzen. Und ich finde immer genau das richtige Gedicht in deinen Bänden, das jetzt gerade für die Situation, in der ich bin oder auch vielleicht eine Klientin ist, unterstützen kann. Ja, dass du sprichst Thematiken an, die jemand hat, wenn er gerade in einer Lebenskrise ist oder wenn er sich gerade auf den Weg gemacht hat und möchte mutig neue Schritte gehen, Veränderungen gehen. Und gerade deshalb glaube ich, dass sie auch sehr gut unterstützen können, wenn jemand Heilung braucht, wenn jemand gerade hadert, vielleicht mit äußeren Gegebenheiten, und findet Trost und Kraft und Lebensmut. Und deshalb finde ich, kann man diese Gedichte auch sehr gut nutzen in der Therapie oder als Heilpraktiker, wenn man als Heilpraktiker arbeitet. Und du hast da ja auch einen wunderschönen Band geschrieben zu Bachblüten. Magst du darüber was erzählen? Ja, also das ist zum Beispiel eins meiner Werke. Also ich habe inzwischen über 300 Gedichte geschrieben, weil irgendwie ist irgendwie auch mein Leben, mein Lebenswerk. Und ich habe einen Band auch herausgegeben, Blütengedichte. Und ich habe zu jeder Bachblüte ein Gedicht geschrieben. Mhm. Und also würde ich gerne mal eins vorlesen. Ja. Ja. Das ist aus dem Buch, also Blütengedichte. Und es heißt, also es ist immer der englische Name, ne? Cerato, ne? Also zu Deutsch Bleiwurz oder Hornkraut. Und in der Naturmedizin ist ja Krankheit etwas, so aus dem seelischen Gleichgewicht geraten ist. Und es geht einfach darum, diese mentale und diese emotionale oder geistige Störung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist irgendwie die Energie der Bachblüten, ne? Das darin auch zu unterstützen. Und Serato ist die Intuitionsblüte. Und es ist eigentlich auch die Blüte für alle Künstler, finde ich. Ne? Ah, schön, schön, schön. Da bin ich jetzt gespannt. Höre auf die eigene Stimme, diesen leisen, schönen Klang, auf die Botschaft deines Herzens, auf den inneren Gesang. Höre auf die eigene Wahrheit, wie sie wispert dir ins Ohr. Alle Weisheit, alle Klarheit
aus der Seele steigt zu dir empor. Höre auf den eigenen Ton, spüre seine mächtige Fülle. Alles kommt aus der großen Quelle, schöpferische Kraft und Intuition. Wenn das keine Kraft gibt, super, super schön. Ich mag das Gedicht sehr gerne, sehr gerne. Es steht auch als erstes auf meiner Homepage. Wo kann man dich denn finden? Wie ist der Name von deiner Ja, also es ist ganz einfach, also wie ein Wunder, es war nicht vergeben, es ist einfach der Name, ne? Also ohne Punkt und Komma, ohne alles, ne? www.sabinerosenberg.de, ne? Prima, prima. Ja. Also wer das Interview hier sieht, unbedingt mal reinschauen. Schaut euch gerne die Gedichte an und lasst sie auf euch wirken, die schon veröffentlicht sind. Und ja, genau. Vielleicht zu meiner Homepage. Unten ist dann auch ein Button. Ne? Also das ist das Symbol für YouTube. Und also viele von meinen Konzerten und Lesungen sind auch aufgenommen und stehen auf YouTube. Also dann kann man mich irgendwie auch live sehen. Ne? Sehr, sehr schön. Wir werden am Ende des Interviews auch nochmal bekannt geben, wo man dich jetzt auch in Kürze live treffen kann und vor allem, wie du jetzt auch aus deiner Berufung ein Business gemacht hast und wie du das nach außen bringst. Erzähl doch mal, Sabine, was hast du dir gewünscht, als du hier zu mir nach La Palma gekommen bist und wir ein Strategie-Coaching und ja, ein Coaching durchgeführt haben? Was war dein Wunsch? Was war deine Ausgangssituation und was hast du dir von mir gewünscht? Also, weißt du, mir ist es ja natürlich irgendwie so, als Mensch, der schon eine ganze Weile auf der Erde ist und irgendwie auch schon einiges an sich gearbeitet hat, irgendwie klar, dass letztendlich die kraftvollen Dinge einfach so aus dem Inneren kommen. Und also so, dass eben eine innere Voraussetzung gegeben sein muss, damit äußerlich Dinge passieren können. Und das habe ich mir einfach gewünscht. Ich meine, wir kennen uns aus dem Chiemgau. Es gab schon mal so eine Zeit, wo wir zusammen gearbeitet haben, also wo du mit mir gearbeitet hast. Und das fand ich einfach total positiv. Und ich hatte dich damals irgendwie als so, also das ist natürlich auch noch heute, aber ich hatte dich irgendwie als so einen Menschen kennengelernt, der so sowohl sehr, sehr klug ist, aber gleichzeitig auch sehr vom Herzen ist. Und das ist etwas, was mir einfach wichtig ist. Also, dass jemand liebevoll auch mit mir umgeht und so, also so Kritik habe ich schon irgendwie genug gehabt. Und wenn es irgendwie ist, dann muss eine Kritik für mich sehr konstruktiv sein. Und also so auch aufbauend sein und mir irgendwie eine Perspektive oder einen Weg irgendwie eröffnen. Und einfach, ich finde einfach so deine wirklich totale Herzlichkeit, das finde ich einfach so was, irgendwie so was Herausragendes an dir. Und das habe ich jetzt also bei auch nicht so vielen Psychotherapeuten, Coachen irgendwie gefunden. Ich finde, die meisten gehen zu sehr mit dem Kopf irgendwie an die Sache. Und das ist irgendwie, das alleine ist es aber nicht. Ne? Und ich habe mir von dir einfach so eine Unterstützung gefühlt. Gewünscht, so dass ich wieder in diesen Flow komme. Als ich zu dir gekommen bin, war ich irgendwo nicht in so einer guten Verfassung. Ich habe zu viel gearbeitet und auch privat war einiges nicht so in Ordnung und so weiter und so fort. Ich war irgendwie ziemlich energiemäßig ziemlich am Ende und ich hatte mir einfach gewünscht, dass ich durch die Arbeit mit dir, dass ich meine Batterien wieder aufladen und dass ich so in den Flow komme, der einfach notwendig ist, damit man erfolgreich ist. Und das ist, ob man den Kuchen backt oder ob man irgendwo den Bestseller schreibt. Ich glaube, das ist, die Energie ist immer die gleiche. Es ist, und was ich auch gut finde übrigens an dir ist, dass du sehr zielorientiert arbeitest. Das finde ich auch wichtig. Und dass du auch sehr, sehr konkret arbeitest. Welche Internetauftritte, welche Autoren gibt es? Also, dass es auch irgendwie so was Praktisches ist. Also, dass es jetzt nicht alles nur Flow ist und so, sondern dass wir auch irgendwie das Materielle jetzt hier auf die Erde bringen müssen in Form von aktiven Tun und praktischen Tun. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Was hat denn dir besonders gut getan auf der Insel? Also so alles. Also wie heißt sie auf Spanisch? La Isla Magica, ne? Ja, die also magische Insel. La Palma heißt, also auch die Spanier nennen sie die magische, sie nennen sie selber die magische Insel. Mhm. Und ich finde auch, dass sie eine magische Insel ist.
Also so, also ich hatte schon am ersten, also schon eigentlich bei der Antwort, aber am ersten Tag, als ich dann da war, nachdem ich gelandet bin, hatte ich das Gefühl, ich komme irgendwie zu mir. Ich war wie, als wäre ich in einen Katalysator geraten. Auf einmal war alles, was vorher so schwammig war, war einfach total klar. Das war eigentlich schon am ersten Tag. Ja. Und das war, also ich habe diese Insel dann auch genossen und die Berge und mit dem Auto rumfahren. Und was vielleicht das tiefste Erlebnis war, war das Ritual, das du mit mir gemacht hast, da wie in diesem Canyon da, in diesem Tal, ne, wo die Huanchen, ne, gelebt haben. Und also das war einfach, das gehört einfach mit dazu. Also so, weil das ging, da ging es um meine Seele, um meine alten Verletzungen. Und ich glaube, es ist, also für mich als Künstlerin ist es auf jeden Fall wichtig. Also so, meine Kunst ist auch Selbstheilung. Und ich glaube, damit kann ich auch dann andere Menschen erreichen. Und das ist eigentlich das ist meine politische Botschaft. Mhm. Mhm. Dankeschön dafür. Mhm. Ja, diese innere Arbeit an diesem Kraftplatz in Burakas. Burakas ja. Heißt die. Ja, Burakas, ja. Genau, heißt der magische Ort. Da hatten früher schon die Guanchen Rituale abgehalten, um sich auch von belastenden Gedanken zu trennen, mhm, rein zu sein, die Liebe, aus der Liebe wieder schöpfen zu können. Ja, ja. Ich gehe da unglaublich gerne mit Kunden hin, weil es so schnell geht, dass man frei wird von Konditionierungen, ich bin nicht gut genug. Oder von, wie kann ich denn nur den Zweifler, den Kritiker oder den Angsthasen mal abzulegen? Ja, ja, ja. Und danach ist passiert, Und danach habe ich bei dir sowas Schönes erlebt. Du warst so klar und so entschlossen am Ende, um dann auch ganz konkret die nächsten strategischen Schritte anzugehen, wie du jetzt als Künstlerin rausgehen kannst an den Markt, wie du deine auch deine neuen Chiemsee-Geschichten vermarkten kannst und wie du vor Ort auch Unterstützer findest und Helferlein und auch deine neuesten Events vorbereitest. Ne? Das, ja. Das war wunderschön zu sehen, wie das dann geflutscht ist danach. Ja. Erzähl doch mal, was hast du denn jetzt vor? Oder erzähl erst mal noch, was hat sich denn ganz, ganz Tolles Neues ergeben, seitdem du wieder zu Hause bist. Du bist ja vor 4 Wochen auf der Insel gewesen. Es hat sich einiges ergeben, hast du mir erzählt. Aber vielleicht mögen das die Zuschauer auch hören. Ja, ja, also so, so, ich kam ja irgendwo so ziemlich energieleer an. Und dann ist man natürlich irgendwo, also so, dann verstärken sich ja irgendwo vielleicht diese negativen Eigenschaften wie Selbstzweifel und ich kann ja sowieso nichts, und wie alt bin ich schon und mit meinen Gedichten, wer will die irgendwie hören, bla bla bla. Und als ich dann irgendwie zurückkam, war das irgendwie einfach weg. Also es war jetzt nicht so, ich bin jetzt so hahaha in den Alltag zurückgegangen, weil ich hatte dann auch noch so was Privates irgendwo zu klären, was jetzt nicht ganz einfach war. Und also wo vielleicht auch irgendwie noch immer ein bisschen dran rumklappere. Und aber das so ist, glaube ich, einfach auch das Leben. Nur ich bin, also ich glaube, was sich irgendwie geändert hat, ist, ich habe irgendwie eine andere Grundhaltung. Also so, ich meine, ich lebe nicht von meinen Gedichten, ne? Leider, ne? Kann ich davon nicht. Noch nicht von meinen Gedichten. Aber Gott sei Dank habe ich irgendwie eigentlich einen ganz passablen, also sagen wir mal, Beruf und ich bin Deutschlehrerin, das passt irgendwie ganz gut. Also so, das ist nicht so einfach, ne? Und auch immer diese Balance zwischen den beiden und so, ne? Und von außen werden dann irgendwie natürlich auch viele Dinge herangetragen und also so als sensibler Mensch und so weiter. Und was ich diesmal vielleicht nicht gemacht habe wie früher ist, dass ich mich mit diesen negativen Dingen der anderen verhackelt habe, sondern ich bin wirklich bei mir geblieben. Und ich glaube, das war der entscheidende Unterschied zu früher oder so, ne? War da gleich irgendwo wieder Zickenzock und das und das, ne? Und ich bin einfach so in meiner Ruhe und Freundlichkeit geblieben und irgendwie auch selbst mit meinen Nachbarn, ne, die mich dann irgendwie anfangen
Anfeinden oder so. Ne? Und ich merke, ich bin dann geblieben, ich gehe einfach so mit den Leuten um, wie das meinem Niveau und meiner Stufe der Entwicklung irgendwie entspricht. Und das berührt mich jetzt nicht so, wie die jetzt zu mir sind. Und es verletzt mich auch nicht mehr so, sodass dieses in Gang kommt. Ne? Und da dann, was hat dann und was ist dann und so. Und das, finde ich, ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Und dann, also so, wir haben irgendwie darüber geredet, dass ich zu viel Arbeit habe und so wenig Zeit habe. Und dann, also holt mich meine Chefin letzte Woche ins Büro und sagt mir, dass ich irgendwo so viel Überstunden und Resturlaub noch habe, dass ich den Rest des Monats, also des Rest des Jahres, also November und Dezember nicht mehr arbeite. Und ich hatte gedacht, also das hatte ich hatte das irgendwie anders ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, wie ich sie irgendwie gerechnet habe. Ich habe mir gleich schriftlich geben lassen, aber es ist jetzt so. Und ich habe also jetzt irgendwie zu meinen Projekten, also so, ich habe 12 Gedichte zu dem Chiemsee geschrieben, zu jedem Monat eins, Januar am Chiemsee. Und da hat mir dann jemand irgendwann vor einiger Zeit mal den Tipp gegeben, meine Güte, wenn es die Gedichte, schreib doch da 12 Geschichten dazu. Und das mache ich irgendwie jetzt seit 2 Jahren. Und jetzt bin ich also bei Geschichte 9. Und das heißt, also ich werde wahrscheinlich das Buch dieses Jahr, jetzt habe ich ja noch 2 Monate, beenden können. Und vor allen Dingen, da können wir irgendwie gleich drüber reden, ich kann wieder meine Konzertlesungen machen, was einfach irgendwo schon viel, viel Stress ist, das immer neben der Arbeit zu machen, was ich auch gemacht habe immer, aber jetzt kann ich das und kann das dann eben auch im nächsten Jahr irgendwie planen. Und das ist so, also das ist mir wirklich zugefallen und das, was ich mir irgendwie gewünscht habe. Ne? Ich hatte gesagt, Mensch, Andrea, weißt du, was mein größter Wunsch ist, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit habe. Ne? Und auf einmal ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Du wurdest vom Universum unterstützt, weil du hast es ganz klar ausgesprochen und hast es bildlich manifestiert. Hm? Ja, und dann, also so, und dann, also was, wo du mir irgendwie auch geholfen hast, das war, das ist, also meine Arbeit ist schwierig, ne? Meine Chefs sind schwierig, ne? Alles richtig. Aber ich habe irgendwie einen anderen Weg jetzt gefunden, damit umzugehen. Und zwar, ich gehe jetzt da mit dem Mantra rein hier, alles ist leicht. Alles ist einfach und leicht. Ne? Und ich lächle jeden an, alles und immer, alles ist leicht. Und du wirst es nicht glauben. Alles ist plötzlich so leicht. Ja. Also irgendwie ist dieses Zickenzoff und Mobbing-mäßige, das hat sich irgendwie ein bisschen verzogen. Das freut mich am meisten. Das freut mich am meisten. Du strahlst und das ist so schön zu sehen. Ja. Sehr, sehr schön. Bin ganz berührt, krieg gerade Gänsehaut. Wie schön. Wo können wir dich denn jetzt in der nächsten Zeit erleben? Du hast ja so ein schönes Konzept auch, deine Gedichte und deine Geschichten mit Jazz zu verbinden. Ja, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was und dann erzähle ich von meinem neuen Projekt, was jetzt kein Jazz ist. Das heißt, ich habe irgendwie schon verschiedene Sachen gemacht. Also meine andere Liebe gehört irgendwie der Musik. Also ich bin irgendwie keine aktive Musikerin, aber also ich bin Tänzerin, ne? Also diese Musik ist einfach in mir. Ich glaube, das war sie schon irgendwie immer auch. Ne? Und ich hatte früher, also hatte ich ein sehr schönes klassisches Programm mit Cello und Klavier. Und so vielleicht vor 20 Jahren oder 15 Jahren und wir hatten viele, viele Konzerte. Und dann hatte ich auch, weil ich also Kreistanz mache oder gemacht habe, hatte ich dann auch eine Musikerin aus diesem, ja, eine Freundin, die hat meine Gedichte vertont und wir hatten auch Konzertlesungen gemacht. Sie hat getrommelt und sie hat gesungen und das war einfach auch total schön. Und ja, und dann war einfach mal eine Pause, weil einfach irgendwo dann wieder andere Dinge in meinem Leben irgendwie gerückt waren. Und seit 2 Jahren trete ich also wieder auf. Und zwar habe ich einen also relativ bekannten Jazzmusiker gefunden. Philipp Stauber heißt der. Und das ist jetzt Jazz und Lyrik. Ne? Und das ist jetzt auch irgendwie so ein Konzept, das ist vielleicht auch noch nicht so abgelutscht und ausgetragen. Und er hat auch er ist irgendwie auch so ein spiritueller Mensch. Ne? Er ist irgendwie auch so ein bisschen christlich eingestellt, so wie ich. Und dann, ja, wir passen irgendwie mental auch so gut zusammen. Und wir hatten schon eine Reihe von Konzerten und das war irgendwie total schön.
Und ich will auch weiterhin mit ihm arbeiten. Und das hoffe ich, dass wir das im nächsten Jahr machen. Vielleicht geht auch was im Dezember. Ich habe schon einen Plan, also dass wir vielleicht irgendwo auch so in den Kneipen in Bremen irgendwie auftreten, dass es nicht immer so ein großes Konzert ist. Ne? Und aber noch jemand anders, also ein Kirchenmusiker und ein Komponist und ein Chorleiter hat 3 von meinen Chiemsee-Gedichten vertont und wird die am 28. Oktober aufführen. Und mit seinem Chor a cappella. Und das wird sicher sehr schön, es ist ein ganz großer Ort, also so 400 Plätze. Also ich denke, dass es ein ziemlich großes Event ist. Also wenn man das finden will, ich habe natürlich eine Homepage, das steht alles auf meiner Homepage. Die Konzerte, die ich gemacht habe und dieses am 28. Oktober. Und ja, wer vielleicht das hört und in der Nähe, wer im Chiemgau wohnt, ich würde mich freuen, mich dann jemand irgendwie auch anspricht. Hallo, Andrea Rand, habe ich gehört, hier bin ich. Unbedingt vorbeischauen, ihr Lieben. Es lohnt sich, es ist so schön zu erleben, was Bühne in die Welt bringt. Und untermalt mit Musik, also einen schöneren Weg gibt es doch nicht, Lyrik rüberzubringen, oder? Ja. Sehr, sehr schön. Ja, und ich würde gerne irgendwie auch in die Brecke schreiben, also so, ich würde gerne einfach mehr so Musik und also wenn das die Lyrik irgendwie verbinden und dann natürlich, wenn ich dann Zeit habe, also so lange ist meine Rente jetzt nicht mehr vor mir und wenn so. Wenn ich dann Zeit habe, Sabine, du hast jetzt ganz viel Zeit. Ja, jetzt habe ich Zeit, aber jetzt mache ich ja erstmal dieses Buch fertig. Ne? Das ist so eine Art, ich würde sagen, es fällt so in das Genre Reiseschriftsteller. Ne? Also so, dass ich den Chiemgau beschreibe, aber auch sehr viel Persönliches schreibe. Und ein Thema ist auch immer in irgendeiner Form Spiritualität, ne? Dass ich mich damit auseinandersetze, weil ich denke, das ist einfach wichtig. Also mich interessiert das auch immer, wenn Leute etwas, also wenn ich etwas lese und wenn ich etwas von den Menschen erfahre. Und das ist, ja, das ist irgendwie meine Intention von diesen 12 Geschichten. Magst du den Zuschauern auch sagen, was du noch für eine größere Vision hast, wenn du dann ganz viel Zeit hast in Zukunft? Du hattest mir oben auf dem Eltima, auf dem Aussichtspunkt etwas verraten. Ja, also ich meine, ich würde dann auch gerne irgendwie so autobiografische Romane schreiben. Das finde ich ganz wichtig. Und mein Leben war jetzt irgendwie nicht ganz einfach. Aber ich denke mir, es kommt irgendwie auch drauf an, was man drauf macht. Und ich denke mir, es kommt auch drauf an, dass man sich jetzt nicht so ins Unglück versinken lässt, sondern dass man Hilfe sucht. Also dass du eben auch in irgendeiner Art und Weise auch Hilfe suchst und Lösungen suchst. Und die gibt es. Die gibt es überall. Ne? Und sich dafür irgendwie auch zu öffnen. Und irgendwie habe ich das wohl gemacht oder ich habe das gemacht. Und ich meine, ich würde da gerne irgendwie davon darüber schreiben. Aber das ist irgendwie, ich glaube, das braucht irgendwie noch ein bisschen Zeit. Manche braucht Dinge sehr viel Abstand. Ich habe jetzt einfach durch diese Chiemsee-Geschichten irgendwie eigentlich entdeckt, dass eigentlich so Reiseschriftsteller meine, dass das irgendwo, sag mal, meine Berufung neben der Lyrik ist, wenn die Gedichte jetzt irgendwo nicht so, nicht so ankommen, aber das vielleicht soll ich das jetzt gar nicht so sehen. Also auf der ersten Lesung, die ich seit langer Zeit gemacht habe, 2015, ne, in der evangelischen Kirche, waren 120 Leute da. Also ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, diese Leute. 120 Leute kommen her und schauen sich meine Gedichte an, hören sich meine Gedichte an. Das war mein erstes Konzert, was ich mit Philipp Schnauber hatte. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr für dich, liebe Sabine. Schön, schön. Ja. Was würdest du denn kreativen Menschen, die sich noch nicht so richtig trauen, sich auf den Weg zu machen und die noch Unterstützung suchen, wenn sie sich einen Coach wünschen, was würdest du ihnen empfehlen? Nach welchen Kriterien sollten sie sich einen Mentor oder Coach aussuchen? Ja, also wenn ich ein bisschen ausholen darf, ne, mit der Beantwortung dieser Frage, und zwar vielleicht erstmal, was sie nicht tun sollten, weil ich das irgendwie lange Zeit irgendwie gemacht habe. Ich denke, Menschen, die irgendwo vielleicht sensibel sind und jetzt sagen wir mal nicht so vertrocknet kopflastig sind, und ich meine, ich denke, dass es irgendwo eher so dein Publikum ist, Menschen, die so sind, die sollten irgendwo sich vielleicht von diesen klassischen Schreibseminaren irgendwie eher fernhalten. Weil, also ich bin da wirklich irgendwo zu Hackfleisch gemacht worden mit meinen Texten. Und also so,
weil wenn Texte ans Herz gehen und berühren, da muss man auch damit rechnen, dass Leute das nicht können und in so eine Abwehr gehen und aus Abwehr heraus einen irgendwie entwerten. Also ich glaube, jetzt bin ich irgendwie stark genug, dass ich das weiß. Ne? Also ich habe viel Zeit in so Schreibwerkstätten, sagen wir mal, vergeudet, weil ich da irgendwie eher so entmutigt worden bin und kaputt gemacht worden bin, finde ich. Das ist irgendwie wichtig. Also man sollte vielleicht irgendwie auch erstmal irgendwie, wenn man so, sagen wir mal, also ich meine, ich würde Leuten irgendwo jetzt schon empfehlen, so Schreibwerkstätten zu machen oder weiß nicht, in der Musik oder so, in der Kunst gibt es ja auch sowas. Also beim Malen ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Ne? Ich glaube, so die Leute, die malen, sind irgendwie ein bisschen anders drauf als diese Schriftsteller. Ne? Also, dass man irgendwie erstmal guckt, was sind das eigentlich für Leute, die das machen? Und taugt mir das? Sind die mental auf meiner Ebene? Weil nur solche Leute können einen irgendwie unterstützen. Ich glaube, das ist irgendwie erstmal die Voraussetzung. Ne? Weil man sich bei ihnen öffnen kann und vertrauen, ja. Richtig? Ja. Es muss auf der menschlichen Ebene einfach passen. Ja, und ich denke mir, dass man nur über die eigene Geschichte spricht, oder? Ja, und ich meine, was man sich vielleicht bewusst machen muss, wenn ich das mal, das mag vielleicht ein bisschen überheblich klingen, wir sind irgendwie so eine Avantgarde. Wir gehen der Zeit ein bisschen voraus. Der Mainstream, der steht so ganz anders. Und das betrifft auch die Leute, die im Kulturbereich irgendwie schaffend sind. Also das heißt, es gibt sehr viel, was absolut negativ und defätistisch ist. Ne? Auch, also Theater oder Lyrik oder all das. Und davon sollte man sich unbedingt irgendwie fernhalten. Mhm. Und man sollte irgendwie Gleichgesinnte suchen, die ähnlich drauf sind, weil nur die können einen Stück weiterbringen. Okay, vielen Dank, meine Liebe. Ja, und vielleicht irgendwie, also ich meine, sowas ist nicht einfach, so eine Unterstützung zu finden. Ich glaube, man soll sich irgendwie auch von seinem Herz führen lassen und vielleicht irgendwo auch so Homepage anschauen und irgendwie auch anschauen, berührt mich das, spricht mich das an. Sich einfach irgendwo auch von der Energie von so einer Homepage, also da mal reinzugehen, wie tut mir allein die Energie von der Homepage? Ne? Genau. Ja, und vielleicht auch möglichst viele Videos anschauen auf YouTube. Ja, wie kommen die Leute irgendwo auch so als Menschen irgendwie rüber? Ne? Wie sehen die aus? Ne? Also, weißt du, auch schon äußerlich. Genau, wie sprechen sie? Wie ist die Stimme? Ja. Ist sie authentisch? Passt das? Passt diese, die Mimik zu dem Gesagten? Ja. Ist jemand stimmig? Genau. Ja, und ich meine, ich finde, man sollte sich auch irgendwie, also unsere Kultur, und das sind ja auch die Bücher, die sich am meisten verkaufen, ist so eine Ratschlagkultur. Da steckt für mich immer das Wort Schlagen drin. Und ich finde, von solchen Leuten sollte man sich auch fernhalten, weil das oft so selbsternannte Messias sind. Und die sollte man unbedingt meiden. Also ich meine, ich finde schon, dass man so Hilfe annehmen soll, aber es muss irgendwie auf gleicher Augenhöhe sein. Man muss irgendwo als Mensch respektiert sein, weil also ein wichtiger Spruch, den ich irgendwo mal auf dem Weg gelernt habe, ist, ein jeder trägt die Weisheit in sich und es geht einfach darum, die zu erwecken. Mhm. Und Kunst ist einfach ein Medium, um das zu tun. Ne? Und ein guter Coach und Mentor bringt dich auf deine eigenen Antworten. Richtig, ja. Da gibt dir keine Ratschläge. Ja. Das ist der große Unterschied. Ja. Was hat dir denn an unserer Arbeit besonders gefallen, an unserer persönlichen Zusammenarbeit, Sabine? Also was ich irgendwie schön fand, war, dass es so auf allen Ebenen so für mich hilfreich war. Also einmal auf der praktischen Ebene, also dass du auch gesagt hast, schau mal hier und hier und hier und irgendwie da in der Homepage und die und auch versucht hast, mich so ein bisschen in diese Netzwerkarbeit irgendwie zu drängen, also was gut ist, ne? Weil die Schreiber sind also oft irgendwie ein bisschen so einsame Menschen, also ein bisschen so eine einsame Tätigkeit ist,
mich irgendwie zu vernetzen. Das habe ich irgendwie auch getan. Ich gehöre zu den Chiemgau-Autoren, also auch ganz toll, ne? Wir sind eine große Gruppe. Und das hat mir irgendwie auch wirklich viel, ach, das ist, ich schreibe seitdem viel mehr. Und das hast du eigentlich, das ist auch irgendwie dein Weg. Und das finde ich gut. Es ist einmal Netzwerk, es ist einmal auch darum, vergiss auf gar keinen Fall all diese praktischen Dinge, ne? Also so, wie sieht denn eigentlich dein Facebook aus und deine Homepage und was ist da irgendwie drauf? Also jeden praktischen Aspekt, das kann man gar nicht betonen, wie wichtig das ist. Aber dann irgendwie, also die mentale Arbeit mit dir finde ich insofern irgendwie so toll, weil es irgendwo einfach mein Herz berührt. Und ich glaube, also für mich kann ein Weg nur sein, der auch ein Weg des Herzens ist. Und ich glaube, dass dahin sollten wir Menschen auch kommen. Weil ich denke, dann würden wir auch in einer friedlicheren Welt landen. Und ich kann das als Schriftsteller machen, jemand anders kann das in seinem Geschäft machen und der Dritte mit seiner Musik und so. Wir können das alle machen. Und ich finde, dass diese Herzensenergie von dir, finde ich, was ganz, ganz Besonderes. Ne? Und ich finde auch, dass du irgendwie dass du auch eine sehr kluge Frau bist, ne? Eine unglaublich gescheite Frau. Und das finde ich ist auch wichtig. Also, und zwar deine Intelligenz ist irgendwo auch so bodenständig und so praktisch. Und das finde ich einfach eine tolle Mischung. Ganz, ganz lieben Dank, Sabine. Jetzt ist gut. Jetzt weisen wir nochmal wir blenden nochmal deine Website zum Schluss rein. Ja. Und schaut vorbei, schaut auf der Website vorbei, lasst euch im Chiemgau nicht diesen tollen Event entgehen. Und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Kundenstimme wieder auf YouTube oder auch hier in Facebook. Okay, gerne. Ne? Vielen Dank, liebe Sabine, für die Zeit. Ja, ich danke dir, dass du mir den Raum gegeben hast. Und mach weiter so. Du bist in einer ganz tollen Energie. Es ist so schön, dich heute hier so zu sehen, nach 4 Wochen, dass du auf der Insel warst. Danke. Toll. Danke. Namaste.